cool. Soll ich jetzt schon anfangen zu sprechen? Ja, das war jetzt das. So. Okay, nee, du musst nochmal aufnehmen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video. Heute erzähle ich ein bisschen was. Ich habe auf Instagram Fragen gestellt und es geht um meine Prep. Es geht um Diätfehler, die ich gemacht habe. Ich werde dir erzählen, wie ich das so angehe. Und ja, so, wovor ich am meisten Angst habe. Und zum Ende gibt es noch einen Formcheck. Also, fangen wir mal an. Die Diät soll wahrscheinlich 30 Wochen gehen. Ich wiege jetzt um die 60 Kilo, werde zwischen 48 und 49 Kilo anpeilen. Das sind dann wahrscheinlich so 12 Kilo Abnahme. Ja, wir fangen an mit einem relativ moderaten Kaloriendefizit, dass man einfach zum Anfang gut Momentum generiert. Und ja, dazu kommen wir dann auch gleich, wie ich das angehe. Denn ich habe schon viele Fehler gemacht und habe daraus gelernt und werde dir da auf jeden Fall mal erzählen, wie das so war. Also zum Anfang, bevor ich getrackt habe, hatte ich so dieses klassische Nichts essen, bingen, nichts essen, Fressattacke, nichts essen. Und das war natürlich sehr toxisch für meine mentale Gesundheit. Und ich habe da einfach auch ein, sag ich mal, leicht gestörtes Essverhalten entwickelt. Und mich auch konditioniert darauf, am Wochenende mal ganz viel zu essen, unter der Woche dann so wenig wie möglich. Und das soll auf jeden Fall nicht passieren. Als ich dann angefangen habe zu tracken, dann hatte ich irgendwie so ein leichtes Kaloriendefizit und habe das Tracken aber eher so als Feind gesehen und dann immer dem entgegengefiebert, wie das ist, wenn ich nicht mehr tracke. Hat natürlich auch dazu geführt, dass ich dann, wenn ich Tage nicht getrackt habe, einfach gegessen habe, weil dann zählen ja keine Kalorien. Ja, dann hatte ich eine Weile, wo ich dann schon eine etwas krassere Diät gemacht habe mit einem größeren Kaloriendefizit, super viel Volumen gegessen. Also ich habe wirklich übelweise Salat gegessen und hatte dann natürlich auch Probleme mit der Verdauung und das war auch einfach so im Gesamtkonzept zum Training einfach nicht super gut. Und dazu kommt dann auch noch, wie du die ganze Zeit denkst, also du denkst die ganze Zeit, wie kriege ich noch mehr Kalorien oder noch mehr Volumen für weniger Kalorien unter, was esse ich, backe ich einen Fitnesskuchen, backe ich irgendwie diesen neuen tollen Brownie aus Kidneybohnen, was am Ende eh nicht schmeckt. Also das sind eigentlich so Sachen, die ich jetzt nicht machen möchte. Ich möchte relativ strukturiert vorgehen, ich möchte auch so etwas wie einen Mealplan für mich schreiben. Also ich bekomme jetzt zum Anfang erstmal Makros vorgegeben, möchte aber einfach relativ gleichmäßig essen, das heißt regelmäßig für den Tag, also auch nicht beschränken und am Abend alles essen, sondern ich möchte alle 3 Stunden, wie ich das jetzt eh schon mache, essen. Ich möchte die ähnlichen Lebensmittel verwenden und mich auch nicht Situationen aussetzen, die ja triggern. Also das wäre jetzt erstmal das Erste, wie ich das angehe. Tatsächlich kommt die Frage ziemlich oft. Ich muss sagen, ich habe eigentlich keine Angst. Also ich habe schon Respekt davor, vor der Abnahme, die ich dann habe, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, also zu meiner Jugendweihe habe ich auf jeden Fall um die 70 gewogen. 48, 49, das mag schon sehr lange her sein und das ist irgendwie so, ja klar, davor habe ich Respekt. Ich bin aber auch unglaublich gespannt darauf, also ich freue mich total, diese Erfahrung zu machen, daran zu wachsen. Ich beschäftige mich damit auch schon ganz lange und das ist jetzt auch nicht so eine von heute auf morgen Entscheidung, sondern ich denke da eigentlich schon lange drüber nach und habe die Entscheidung auch schon vor 2 Jahren, 3 Jahren ungefähr gefasst, dass ich das machen möchte und seitdem setze ich mich damit auch kontinuierlich auseinander. Und das ist natürlich nicht mit der Praxiserfahrung oder so zu vergleichen, aber ich bin mir schon sehr sicher, dass das schwierig wird. Aber ich freue mich auch daran zu wachsen und mich diesen Herausforderungen zu stellen. Ich glaube, was mir so ein bisschen Bedenken macht oder was mir auf jeden Fall in den letzten Diäten so ein bisschen Probleme bereitet hat, war einfach, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ich hatte ganz starke Schlafprobleme und das hat mich psychisch ganz schön fertig gemacht. Da haben aber auch noch andere Faktoren reingespielt.
Deswegen denke ich, dass ich jetzt in einer anderen Ausgangslage einfach bin und weiß auch ungefähr, wie ich damit umgehen kann. Also das ist eigentlich auch ganz gut, dass ich schon vorher ein paar Mal eine Diät durchgezogen habe und zum Beispiel auch dann einfach viele Fails hatte. Von daher habe ich eigentlich nicht vor irgendwas richtig dolle Angst. Ich habe Respekt vor dieser Leistung, egal welche Bodybuilding-Klasse, egal wie lange eine Diät geht, egal welche Abnahme. Das hat, ja, das ist einfach für jeden Sportler eine große Leistung und ich bin sehr dankbar für meinen Körper, dass er so gesund ist, dass ich das auch einfach durchziehen darf oder da jetzt in der Ausgangslage bin, das machen zu können. Genau. Also im Prinzip habe ich gelernt, damit so umzugehen, was über mich erzählt wird, dass mir das eigentlich am Arsch vorbeigeht. Bis auf meine Familie, das ist mir sehr wichtig. Mir ist immer sehr wichtig, was meine Familie über mich denkt und was sie mir an Ratschlägen oder Tipps geben. Und natürlich stoße ich da nicht auf, super geil, dann cutte dich mal runter auf 40 Kilo. Aber das ist schon so, dass sie sich Sorgen machen. Aber ich probiere einfach ganz viel zu kommunizieren und darüber zu sprechen, aber auch Verständnis zu zeigen, weil ich versuche mir dann einfach vorzustellen, wie das dann wäre, wenn ich ein Kind hätte, das das machen würde. Und ja, dann, das wäre bestimmt nicht leicht mit anzusehen. Von daher probiere ich da einfach die Kommunikation zu suchen und das Gespräch zu suchen und auch Verständnis zu zeigen. Und bin mir dessen auch bewusst, dass es für meine Gesundheit nicht förderlich sein wird, auch nicht nach der Diät. Also das wird sich jetzt sicherlich ein Jahr lang ziehen, wo mein Körper damit arbeiten darf. Aber ich glaube, dass da einfach Kommunikation das Mittel zum Zweck ist und dass man überlegt, okay, auf welche Meinung lege ich dann Wert, was ist mir wichtig und welche Meinungen ziehen mich runter, dann einfach nicht zuhören oder nicht zu Herzen nehmen. Und von wem möchte ich dann mir wirklich eine Meinung gefragt einholen, weil oft bekommt man ja Dinge von außen gesagt, naja, da habe ich dann halt in dem Moment vielleicht gar nicht nachgefragt und habe da für mich meine eigene Meinung gebildet. Also von daher glaube ich, darf man da differenzieren, von wem das kommt und wo einem das wichtig ist. Die Vögel finden das auf jeden Fall super. Ich kriege da gute Ah. Unterstützung. Das heißt diskutiert. Heiß diskutiert. Ja, genau. Und dann einfach Ohren aufmachen, wenn einem es wichtig ist, und Ohren zumachen, wenn es einem nicht so wichtig ist. Klar, das geistert so im Kopf rum. Aber ich probiere gerade aktuell einfach meine Mahlzeiten zu genießen. Und alles, was jetzt quasi noch drauf kommt, muss ich halt eh noch weiter abnehmen. Was den ganzen Prozess natürlich nicht erleichtern wird. Von daher probiere ich einfach meine Gewohnheiten, die ich bis jetzt schon etabliert habe, beizubehalten, da jetzt keinen großen Ausraster zu bekommen und das zu genießen, dass ich das jetzt noch ein paar mehr Kalorien zur Verfügung habe und schauen, dass ich da trotzdem das Ziel im Blick habe. So, das war es erstmal von meiner Seite. Ich danke auf jeden Fall für die Fragen. Ich habe jetzt mal so die wichtigsten rausgepickt, die auch am häufigsten vorgekommen sind. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich werde da fortlaufend drauf Bezug nehmen. Und wenn dir das Video so gefallen hat und du auch gerne öfter sowas hören oder sehen möchtest, dann den Daumen hoch auf jeden Fall drücken. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugesehen hast. Im Anschluss kommt jetzt noch der Formcheck. Ich bin aktuell mit meiner Ausgangslage sehr zufrieden. Ich wiege jetzt 60 Kilo und habe in der letzten Zeit probiert, eine gute Form einfach zu halten, ein bisschen das Gewicht steigen zu lassen, aber auch nicht zu viel. Und ich denke, dass wir so eigentlich eine gute Ausgangslage haben, um runterzukommen.
glaube, was man sich so mitnehmen kann als Takeaway, als Take-Home-Message, wenn man sowas vorhat, ist einfach schon, sich langfristig auf sein Ziel vorzubereiten und diese Entscheidung von der Wettkampfdiät nicht von heute auf morgen zu treffen, sondern halt einfach schauen, passt mein Mindset, passen meine Gewohnheiten da schon rein, dass man das auch das schon in der Off-Season probiert einzuflechten und zu etablieren, dass es einfach nicht so eine 180-Grad-Wende ist, sondern einfach etwas, worauf man sich irgendwie freut und dann einfach machen.